Rette sich, wer kann. Bankenkrise, Pleite Griechen und Zittern in der EU. Angst um den Euro. Seit die Weltwirtschaft die Krise hat, sind viele deutsche Anleger in Alarmstimmung und kaufen deshalb wie im Rausch, was seit Jahrhunderten als sicher gilt: Gold. Das ist die Stunde von fragwürdigen Geschäftemachern, die ihre Goldbarren im Onlineshop feil bieten, mit eigenen Goldminen werben und seltsame Goldsparpläne empfehlen. Ganz ungestört, denn keiner kontrolliert sie. Jörg Jovi und Herbert Klar zeigen, wie Abzocker jetzt mit absurden Verkaufsargumenten Panik schüren. Dollar-Crash, Zerfall der Euro-Währungsunion, leere Taschen, die Armut kommt, Weltwirtschaftskrise. Mit solch düsteren Untergangsvisionen wirbt die Firma KB Edelmetall im Internet. Und die Rettung der Welt wird gleich mitgeliefert. Währungsgold hat in 2600 Jahren nie seinen Wert verloren. So locken Verkäufer von KB Edelmetall Kunden. Wir drehen mit versteckter Kamera in einem Essener Hotel, eine Verkaufsveranstaltung. Angepriesen werden kleine Goldbarren von einem oder einem halben Gramm. Bei solchen Barren, behauptet der Verkäufer, sei KB Weltmarktführer, und wieder schürt er Währungsängste. Das hier ist ein 50-Euro-Schein. Was ist der eigentlich wert? Nichts ist der wert. Niemand ist verpflichtet, Ihnen den abzunehmen. Keiner akzeptiert den, weil er wertlos geworden ist. Und wie wollen Sie dann bezahlen? Mit Gold können Sie immer bezahlen. Anlegerschützer Achim Tiffe vom Hamburger Institut für Finanzdienstleistungen kennt das. Nach seinen Recherchen machen immer mehr Goldgauner mit der Euro-Angst Geschäfte. Dann gibt es immer wieder so die Nepper-Schlepper-Bauernfänger, die ankommen und sich ähnlich nennen, mit den gleichen Worten die Kunden anziehen und dann eben oft nicht Gold verkaufen, sondern einfach nur ein Papier den Leuten in die Hand drücken und suggerieren einfach nur, dass es irgendwo Gold gibt oder dass sie Gold bekommen. Und die versuchen dann natürlich immer so im Nachgang diese Leute abzuzocken. Besonders leichte Opfer sind Besitzer von Schwarzgeld, erklärte uns ein Verkäufer von KB. Wir drehen wieder verdeckt, geben uns als Kunden aus. Ich habe viele Leute, die sagen, ich habe Schwarzgeld und das muss weg. Da machen wir gleich einen Vertrag und innerhalb von 4 Wochen ist das Geld in der Schweiz und wird in Gold angelegt. Davon erfährt niemand etwas. Stolz wirbt KB mit einer eigenen Goldmine im Nordosten der Türkei. Das soll der Eingang zu einer eigenen Raffinerie in Istanbul sein. Hier stellen angeblich 80 Mitarbeiter Goldbarren her. Und das ist die Adresse der KB in Istanbul. Wir fahren hin. Der Eingang des Hauses sieht ganz anders aus als im Werbefilm. Auch das Wachpersonal fehlt. Eine Firma KB kennt hier niemand. Der Eigentümer des Hauses ist überrascht. Nein, außer mir wohnt hier niemand. Eine Firma gibt es hier nicht. Merkwürdig. Dabei will KB hier nach eigenen Angaben über 1 Million 1 Gramm Goldbarren produziert haben. Die wären etwa 30 Millionen Euro wert. Wir fahren in die Schweiz. In Emmenbrücke nahe Luzern hat die KB Edelmetall laut Handelsregister ihren Sitz. An der angegebenen Adresse in der Merkurstraße 7 finden wir ein Gewerbegebiet, aber keine Spur von KB Edelmetall, kein Firmenschild, keine Klingel. Auch hier ist die Firma unbekannt. Dann finden wir noch eine Adresse der KB in München. Wir wollen unter anderem wissen, wo die Goldmine liegt und die Firmenzentrale. Schriftlich teilt man uns mit, dass man eine Schweizer Firma sei und deshalb, Zitat, dürfen wir Sie darauf hinweisen, dass eine öffentlich-rechtliche Körperschaft der BRD hier nicht zuständig ist und wir Ihnen Fragen über unsere Internas nicht beantworten. Anlegerschützern wie Medard Fuchsgruber kommt das alles sehr verdächtig vor. Diese Masche der KB ist natürlich eindeutig. Man liefert keine Transparenz, obwohl man in Deutschland Anleger wirbt. Man hat kein Firmenschild, man hat angeblich eine Goldmine oder auch nicht. Brauchen wir eigentlich nicht drüber zu reden. Das ist ein Fall für einen Staatsanwalt.
Gold ist in den vergangenen Jahren enorm im Wert gestiegen. Spekulanten und private Anleger haben den Preis in die Höhe getrieben. Sogar von Lieferengpässen war die Rede. Den Goldrausch nutzen auch vermeintlich seriöse Banken. Zum Beispiel das Bankhaus Max Heinrich Sutor in Hamburg. Es bietet einen sogenannten Goldsparplan an, bei dem der Kunde monatlich Geld einzahlt, das die Bank dann in Gold anlegt. Angeblich eine lohnende Anlage. Das dachte auch Elke Haas. Sie schloss einen Goldsparplan ab und zahlte monatlich 50 Euro. Dann wurde sie arbeitslos, musste die Zahlungen aussetzen. Daraufhin teilte ihr die Bank mit, dass die bisher angesparten Beiträge 450 Euro weg sind. Die kassierte der Frankfurter Vertriebspartner der Sutor Bank und mahnte gleich noch weitere 278 Euro an. Ich habe gesagt, Schweinerei natürlich, weil das Geld, was ich reingezahlt habe, ist weg. Und dann wollen sie auch noch Geld für irgendwas, wo sie gar keine Leistung erbringen. Also das ist in meinen Augen sittenwidrig. Den Goldsparplan der Bank vermittelte die Finanzberatung Procon e.V. aus Oberhaching bei München. Ein Verein, der in der Vergangenheit schon mehrfach durch fragwürdige Geschäftspraktiken auffiel. Wir fragen bei der Sutor Bank nach, warum sie mit einem solchen Vertrieb zusammenarbeitet. Schriftlich teilt man uns mit, Zitat: Wir haben die Vertriebspartner unseres Hauses entsprechend informiert, um sicherzustellen, dass eine Vermittlung unserer Produkte durch etwaige unseriöse Unternehmen unterbunden wird. Gerade bei der Sutor Bank hatten wir in der Vergangenheit ja schon das Problem, dass immer, wenn ein Vertrieb aufgetaucht ist, und wie gesagt, man bedient sich ja da jetzt mittlerweile Strukturvertrieben, wo man weiß, dass die Qualität der Beratung nicht besonders toll ist, dann kommt von der Sutor Bank das große Aufschreien, wir wussten von nichts, nein, das ist nicht in unserem Interesse. Das passiert ja nicht zum ersten Mal und das scheint hier wohl ein Schema zu sein, mit dem die Sutor Bank versucht, die Medien etwas hinters Licht zu führen. Und wie sieht es mit der staatlichen Kontrolle aus? Wir fragen nach bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen BaFin. Die erklärt sich bei Goldgeschäften für nicht zuständig. Es ist bekannt, dass in Deutschland sehr viel die Leute, gerade Privatanleger, übers Ohr gehauen werden. Und wir haben leider eine Aufsichtsbehörde, die sich immer darauf zurückzieht, dass sie mit Verbraucherschutz eigentlich nichts zu tun hätte. Und dementsprechend kommen die Warnungen und auch die Ermittlungen, auch die Staatsanwaltschaft, in der Regel immer zu spät. Goldene Zeiten also für die Abzocker, schlechte für die Anleger.